Der Begriff Agrarfolienrecycling steht für die Aufbereitung von Stretchfolien, die sehr stark mit Erden und organischen Stoffen kontaminiert sind. Mitunter finden sich in den angelieferten Folienballen auch ganze Autoreifen und ab und an eine Kardanwelle. Die Ballen werden manuell geöffnet. Mit dem Greifer werden die Folienbahnen etwas aufgelockert, dem Gurtförderer zugeführt. Eine Metallsuchbrücke meldet, wenn große FE- und NE-Metalle in Aufgabegut sind und schützt die nachfolgenden Aggregate vor Schäden. Die Folien gelangen nun auf einen Kettengurtförderer, der das Material geregelt der ersten Zerkleinerungsstufe zuführt. Ein Sensor, der den Füllgrad im Schreddertrichter ermittelt, dient hierzu als Stellglied. Der Einwellenschredder ist in der Regel mit einem Sieb zwischen 60 bis maximal 80 mm ausgerüstet. Das Schreddergut wird anschließend über einen Gurtförderer der neue Herbold-Vorwascheinheit zugeführt. Diese Trommel benötigt eine Wassermenge bis zu 150 Kubikmeter pro Stunde, um die Folien von Steinen und anderen massiven Störstoffen zu trennen. Der Wasserfolienstrom mündet in zwei neue Herbold-Friktionswäscher. Diese Zentrifugen spülen den Materialstrom und scheiden das beladene Schmutzwasser ab. Die anschließenden Intensivreiniger scheiden auch bis dato eingeschlossene Störstoffe ab und entwässern die Folienstreifen, sodass sie im Anschluss pneumatisch gefördert werden können. Über ein Materialfördergebläse werden die Folien einer neuen Herbold-Schneidmühle der Baureihe SM zugeführt. Die Schneidmühle ist mit einer speziellen, auswechselbaren Verschleißauskleidung ausgestattet. Die Folien werden hier auf eine Flakegröße kleiner als 4 cm x 4 cm geschnitten. Die nun gereinigten und geschnittenen Flakes werden in einen neuen Herbold-Schwimmsinkbehälter gefördert. Hier werden die letzten Störstoffe, wie zum Beispiel PVC-Materialien, abgeschieden. Während die Schwimmfraktion über eine Austrageschnecke der nachfolgenden mechanischen und thermischen Trocknung zugeführt wird, wird die Schwerfraktion über einen Kratzkettenförderer abgeschieden. Sämtliche Prozessdaten sind über die systemprogrammierbare Steuerung abruf- und einstellbar. Eine transparente Visualisierung lässt das Bedienpersonal den Recyclingprozess optimal steuern und regeln.